Wie rechnet man in Excel normale Uhrzeiten in Dezimalstunden oder wie man auch sagt in Industriezeit um? Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich trage hier mal 74 Stunden ein, 74 und 30 Minuten. Dieses geteilt ist nicht ein geteilt, sondern das trennt die Stunden von den Minuten. Das sind 3 Tage und 2,5 Stunden. Wenn ich jetzt Enter drücke, macht Excel das und es bringt mir hier sogar noch Sekunden. Gut, das ist ein bisschen übertrieben. Ich ändere das Format, ich mache einen Rechtsklick. Ich sage hier Zellen formatieren und ich sehe, Excel hat hier Stunden, Minuten und Sekunden angezeigt. Ich nehme die Sekunden weg. Okay, und jetzt sind es noch 74 Stunden, 30 Minuten. Und jetzt, wie viele Stunden sind das in Dezimalzeit? 30 Minuten ist ja 0,5 Stunden. Also das wären 74,5 Stunden. Wie geht das? Es geht so. Ich schreibe hier gleich. Ich klicke wieder auf diese Stunden und ich rechne mal 24. Mal 24. Warum? Weil eine Stunde ein 24. Tag ist, also mal 24. Dann erhalte ich aber irgendwie etwas Komisches. Aber das sollten ja jetzt nicht mehr Stunden sein. Das ist jetzt einfach automatisch auch als Stunden formatiert worden. Ich muss hier oben ändern und sage, nein, das ist nun einfach Standard. Und dann habe ich normale Dezimalstunden. Also 0,5 ist eben 30 Minuten. Fahren wir weiter. Ich schreibe hier mal einfach von Hand 74,5. Das ist also eine reine Zahl. Jemand kriegt pro Stunde 23 Franken Lohn. Ich ändere das zu Franken, Buchhaltung. Und jetzt möchte ich wissen, wie viel Lohn hat er denn jetzt erhalten? Das ist eine normale Multiplikation. Also gleich. Diese Zahl, es ist eine reine Zahl, multipliziert mit diesen Franken, das gibt 1700 Franken. Wie ist das nun aber, wenn ich hier diese Uhrzeit hier oben habe? Ich kopiere die mal nach unten, Ctrl-C, Ctrl-V. Jetzt habe ich hier diese Stunden, natürlich auch das kopiere ich nach unten, er erhält immer noch 23 Franken Lohn. Wenn ich das jetzt multipliziere, also normale Uhrzeit mal Franken, dann klemmt es irgendwie. Also gleich, ich rechne diese Uhrzeit, also nicht die Dezimalzeit, mal diese Franken und Achtung, nur noch 71. Das ist ja komisch, das ändert auch nicht, wenn ich jetzt hier sage, das sei Franken. Etwas stimmt nicht, etwas fehlt noch. Was muss ich hier noch machen? Ich habe eigentlich hier oben mal 24 gerechnet und das muss ich hier auch. Also irgendwo muss ich einmal mal 24 rechnen, dann stimmt es wieder. Ich habe das hier notiert. Was habe ich genau gemacht? Also von normaler Uhrzeit umrechnen in Dezimalzeit, das ist dasselbe, also das blaue mal 24, aber es muss im Standardformat stehen, diese Zelle. Ich habe das hier oben geändert. Hier habe ich einfach eine Zahl, mal 23 gibt den Lohn. Wenn ich aber Stunden und Minuten in normaler Uhrzeit mal Lohn rechne, dann muss ich hier in der Berechnung für das Resultat mal 24 rechnen. Also irgendwo steckt das mal 24 drin. Jetzt rechne ich das andersherum. Ich habe hier 4470 Minuten gearbeitet. Wie viel ist das jetzt in Dezimalzeit? Wir würden jetzt sofort sagen, ja, wir rechnen doch gleich diese Minuten dividiert durch 60 und das geht auch, Achtung, das ist eben 74,5. Das wird automatisch eine Industrie- oder Dezimalzeit. Diese Person natürlich wieder diese 23 Franken Lohn, ich trage das hier ein und ich kann ganz normal rechnen, wie viel Lohn kriegt diese Person gleich
diese Stunden in Dezimalzeit mal eine Dezimalzahl 1700. Wie komme ich aber nun zurück? Ich habe hier, und ich schreibe das einmal von Hand hinein, diese 74,5 Dezimalstunden. Wie kriege ich das zurück in normale Stunden? Das geht gerade umgekehrt. Also gleich, ich nehme diese Dezimalzeit, vorhin haben wir multipliziert, also dividiere ich jetzt durch 24. Achtung, Enter. Aber da stimmt nun irgendetwas schon wieder nicht. Das hier ist aber eine normale Standardzahl. Das müsste jetzt ja aber Uhrzeit sein. Ich mache hier einen Rechtsklick. Ich formatiere diese Zelle um in Stunden und Minuten. Rechtsklick. Also Zellen formatieren. Und ich gehe hier zu Benutzer definiert. Und da, wenn ich da nach unten scrolle, habe ich das irgendwo da. Die Stunden habe ich in eckige Klammern gesetzt. Minuten, Minuten und SS, also Sekunden brauche ich nicht. Das entferne ich. Okay. Und jetzt sind das eben 74 Stunden und 30 Minuten, weil ich das so formatiert habe. Wenn ich das nun hier unten so wieder hinschreibe, 74 Stunden und 30 Minuten. Ich drücke die Enter-Taste. Okay, jetzt ist es wieder komisch formatiert. Ich könnte das Format wieder übernehmen. Hier oben habe ich ja schon ein schönes Uhrzeitenformat. Ich nehme den Pinsel, übertrage das hier, denn die Sekunden brauche ich nicht. Der Lohn ist wieder derselbe. Ich kopiere das und jetzt habe ich wieder dasselbe wie vorhin. Also wenn ich hier wieder den Lohn berechne, dann ist es eben wieder normale Uhrzeit mal diesen Lohn, Achtung, und noch mal 24, dann erhält diese Person wieder den richtigen Lohn. Das war's.